Guten Tag, ich zeige Ihnen jetzt, wie wir den neuen Slider, den wir eingebaut haben, entsprechend verändern und konfigurieren kann. Dieser Slider hat mehrere Elemente pro Eintrag. Wir haben einen Titel, wir haben einen möglichen Zusatztext, den man hier jetzt nicht sieht. Wir haben einen Button, wir haben eine URL und man kann sehr einfach, sei es mit der Maus oder sei es auch mit dem Finger auf einem Tablet oder auf einem Smartphone, den entsprechenden Slider wechseln. Man kann hier sich durchswipen, also durchwischen und verschiedene Effekte haben, so wie man das bei dem Zusatztext hier sieht, der hier reinfließt. Und natürlich ist alles entsprechend verlinkt, um dann auf eine entsprechende Zielseite weiterzuleiten, wenn man auf eine weitere Seite linkt. Zur Konfiguration gibt es viele Möglichkeiten und ich zeige Ihnen in einem neuen Tab hier, bin ich eingeloggt in diesen in Lucid in einem Incognito-Modus, sodass wir hier diese Seite nur von außerhalb verändern sozusagen. Nummer 1, jedes einzelne Slide kann hier geändert werden, indem ich hier auf den entsprechenden Änderungsbutton klicke. Ich kann es natürlich auch offline stellen, ich kann die Sortierreihenfolge ändern. Damit Sie die Übersicht behalten, haben wir ein spezielles Icon eingebaut und hier sehen Sie alle Ihre Slide-Einträge auf einen Blick. Also wir haben hier Bild Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter. Und man kann hier sehr einfach und sehr gut kontrolliert jetzt diese Einträge ändern und die Reihenfolge ändern. Und man sieht auch die entsprechenden Texte. Also wenn wir zum Beispiel hier bei diesem Button mehr Kunden einen Zusatztext einfügen wollen, dann können wir das hier und wir sehen hier den Button-Text, also wir haben hier den Kapiteltext, wir haben hier den Text, den Zusatztext, wir haben hier den Button-Text und das wäre der Link auf die Seite, wohin gelinkt werden soll. Also ich füge jetzt hier einfach mehr Kundengewinn ein, ich gehe auf Speichern und zurück und hier haben wir den entsprechenden Text zusätzlich, der hier jetzt noch angezeigt wird und so kann man das natürlich auch bei weiteren entsprechenden Einträgen machen. Man kann natürlich auch den Button ändern. Ich kann aus Weiterlesen jetzt Entdecken machen und habe dann einen neuen Button. Und ich kann selbstverständlich einen neuen Slider-Inhalt hinzufügen. Dort gebe ich den Titel ein, dort gebe ich den Zusatz ein, dort gebe ich den Button-Text und den Link ein. Man kann den Button-Text und den Link natürlich auch weglassen und kann hier zwei Bilder wählen. Das erste, das wäre das breite Bild und ein Responsive-Bild, das wäre im Idealfall ein quadratisches Bild. Wir machen es an dieser Stelle so und man kann das gleiche Bild auch verwenden. Hier haben wir beide an beiden Stellen das gleiche Bild in der responsive Version, also in der Version für die Mobilgeräte, wird das Bild dann einfach skaliert angezeigt und ausgeschnitten. Jetzt kann man allerdings auch noch verschiedene andere Seitensachen ändern am Slider und dazu gehen wir hier auf Seite, Seite ändern und dann auf die, falls wir hier auf dieser Seite landen, auf die Konfiguration und in der Konfiguration haben wir hier eine große Auswahl an Möglichkeiten, die entsprechenden Konfigurationen zu ändern. Wir haben hier das sogenannte Theme, das heißt White und zuerst und global für alle Bilder kann man ändern die Layer Opacity, das ist die Abdunklung des Bildes. Ich gehe mal auf 0, ich gehe auf Speichern, wir gehen auf diese Seite, laden die Seite zurück und Sie sehen, das ist jetzt heller geworden. Also normalerweise, wenn man dunkel genug Bilder hat, kann man den Text lesen. Wenn man Bilder hat, die viel weiß oder viel helle Flächen beinhalten, so wie hier, kann es sein, dass der Text schwerer lesbar ist und dann kann man über die Opacity hier mit Werten von 0,1, 0,2, 0,5 möglicherweise die entsprechende jedes dieser Bilder abdunkeln mit einem Art Filter, der eine Dichte von 0,1, 0,2, 0,3% hat. So kann man die einzelnen Slider abdunkeln generell, aber man kann noch viel mehr machen. Wir können hier eine automatische Größe einstellen. Der Slide-Effekt ist als Slide gewählt. Was wir machen können, wir können ein Autoplay wählen. Also wir können entscheiden, ob die Bilder nach, in dem Fall, das sind 20 Sekunden, automatisch wechseln
Man kann diesen Wert auch reduzieren. Ich gehe jetzt mal auf 2000, das sind Millisekunden. Ich lade diese Seite hier neu und jetzt wird der Slider alle 2 Sekunden entsprechend gewechselt. Das würde ich auf keinen Fall machen, weil das ist viel zu nervig. Also wir schalten entweder Autoplay aus, weil es eine Bevormundung des Benutzers ist, oder gehen hier mit einem Wert sehr, sehr hoch auf 8 Sekunden oder 10 Sekunden, sodass man dem Kunden genügend Zeit gibt, den Slider zu sehen, zu lesen, zu erkennen und dann zu entscheiden, klicke ich jetzt hier drauf oder gehe ich auf den Pfeil und gehe zum nächsten entsprechenden Slider selbstständig und wechsle dann. Oder wenn ich nichts tue, dann nach 10 Sekunden wechselt der entsprechende Slider automatisch mit dem Autoplay, das man hier auch ausschalten kann, wenn man will. Das Padding, Top und Left, das Padding beeinflusst die Position dieses gesamten Textes. Also wenn ich hier das Padding erhöhe oder wenn ich mit dem Padding auf 50 gehe an dieser Stelle, dann wird der ganze Inhalt weiter oben angezeigt und so ist eigentlich das von uns schon richtig eingestellt mit 150 Pixel, dass das entsprechend passt. Dann können wir eine sogenannte Pagination einstellen. Die Pagination ist die Seitenzahl, die hier gezeigt wird. Normalerweise ist diese Anzeige mit den Buttons, mit den kleinen Punkten nur dazu da zu sehen, wie viele Themen gibt es, wie viele Themen kann ich anschauen und bin ich beim ersten oder bin ich beim letzten. Als Navigation zum Draufklicken ist es in der Regel vor allem auf Smartphones so gut wie unmöglich. Dazu ist es nicht gedacht. Es ist letztendlich eine Anzeige und wir haben hier die Darstellung der Bullets und was man noch machen kann. Man kann das ausschalten, wenn man das will. Und was man machen kann, man kann die sogenannten Dynamic Bullets einrichten. Das sind dann Bullets, die, wie Sie jetzt hier sehen, die Größe verändern und nicht alle Bullets zeigen, sondern einfach nur weitere Bullets zeigen. Das empfehlen wir nicht, sondern wir empfehlen die normalen Bullets und wir gehen hier auf Speichern und das Autoplay ist eigentlich ausgeschalten und ich gehe jetzt trotz allem mal mit dem Autoplay wieder auf 20 Sekunden zurück. Lade die Seite hier neu. Und was wir auch machen können, ist, wir können die Parallaxe ändern. Die Parallaxe bedeutet, Sie sehen jetzt, wenn ich den Text bewege, wischt dieser Text etwas schneller zur Seite als das Bild. Und das ist die Parallaxeneinstellung. Die können wir auch ausschalten. Ich lade die Seite nochmal neu. Und jetzt wischt der Text 1:1 sozusagen festgeklebt auf dem Hintergrundbild. Es sieht einfach ein bisschen spannender aus, wenn wir hier ein Parallaxen-Scrolling haben. Was man hier jetzt machen kann, wir haben 3 Elemente. Wir haben Title, Text und Button. Und das ist Title, das ist der Text und das ist der Button. Die können wir definieren. Wir können die Center, Right oder Left positionieren. Wir können die Schriftgröße ändern. Ich gehe zum Beispiel hier auf 100 Pixel, lade die Seite neu und jetzt ist dieser Text wesentlich größer. Und so kann man auch die Schriftgröße beim Titel ändern. So kann man die Position auch nach oben oder unten schieben durch diese Margin Height. Wenn man nicht das Gesamte über das Padding ändern will, kann man sogar auch die einzelnen Elemente über die Margins ändern. Wir können die Textfarbe ändern, wir können sagen, der Text ist fett. Und hier haben wir ein nettes Parallaxeneinstellungsmöglichkeit. Sie sehen hier, dass die Parallaxe ist wieder ausgeschalten. Sekunde schnell. Nein, die Parallaxe sollte eigentlich eingeschalten sein. Ich lade die Seite nochmal neu. Jetzt haben wir hier die Parallaxe wieder und wir können zum Beispiel die Parallaxe für den Titel auch wesentlich erhöhen. Ich gehe mal hier auf 2000 Millisekunden oder entsprechende Einheiten hoch und dann wischt der Titel schneller als der Rest. Und was man hier auch sieht, das heißt, wir gehen aber wieder zurück auf den Wert von minus 800, das ist sonst zu viel. Und diese letzte Einstellung, Parallax Duration, die gibt es übrigens bei jedem dieser Elemente. Da kann man die Zeit einstellen, wie schnell die Parallaxe funktioniert oder wie schnell die Parallaxe angewendet wird. Und Sie sehen, jetzt fließt der Text automatisch rein, verlangsamt, also nicht so wie zuvor. Und das ist das, was wir auch wieder rückgängig machen.
zumindest für den Titel, damit der Titel einfach relativ deutlich und schnell da ist. Der Zusatztext kann dann reinfließen, um dem noch einen kleinen Effekt zu geben. Das ist auch möglich. Dann haben wir bei den Buttons, die können wir Center, Right oder Left. Wir können auch die Buttongröße ändern. Man kann den Button hier auf 25 stellen. Wir haben jetzt einen wesentlich größeren Button. Der Text passt sich entsprechend an. Meiner Meinung nach eine Spur zu groß. Auch die Position des Buttons kann man ändern. Den Text kann man ändern. Man kann die Schrift ändern. Nein, Margin Size bleibt bei 50. Wir waren hier beim Button und beim Button gehen wir wieder zurück auf 15. Schauen uns das an und haben wieder einen, na, das ist eine Spur zu klein. Ich denke, er war auf 20, der Button, und nicht auf 25. Und jetzt haben wir auch noch den Text, den Zusatztext vergrößert. Der war eigentlich auf 15. Und jetzt ist das wieder etwas besser. Sie sehen, man kann wirklich alle Dinge verändern. Man kann auch beim Text die Farbe ändern. Man kann beim Button die Farbe ändern. Man kann beim Button auch die Hintergrundfarbe ändern. Also wir könnten hier auch einen anderen Hintergrund wählen für den Button. Moment. Da wählen wir jetzt haben wir einen schwarzen Hintergrund beim Rollover. Das ist auch möglich. Der Hintergrund ist der Rollover-Hintergrund. Ich gehe wieder zurück auf den zusätzlichen Wert. Und wir können den Button auch ausfüllen. Sie sehen ja, hier ist noch eine Kontur zu sehen. Und wenn ich jetzt neu lade, ist er vollständig, der Button. Das kann man dann selbst entscheiden, ob man nur eine Kontur will. Wichtig ist einfach meiner Meinung nach, dass die Lesbarkeit immer noch gut ist. Also gerade wenn man nur eine Kontur hat, halte ich es für gut und sinnvoll, wenn der Text immer noch gut lesbar ist, trotzdem, dass man hier entsprechend nur eine Kontur hat. Hier können wir die Bildgröße, wir können entscheiden, ob die Bildgröße auf die gesamte Breite angewendet wird. Wir können, und so kann man das Bild auch in der Größe ändern. Wir könnten sagen, das Bild ist jetzt nur noch 200 Pixel hoch. Das heißt, das wäre dann so. Dann muss man natürlich entsprechend das Padding des Textes verändern. Das machen wir wieder rückgängig. Wir könnten auch sagen, das Slider-Bild soll wesentlich höher sein. Dann ist das Bild sehr viel höher. Ist natürlich nicht zu empfehlen, weil es nicht gut ist, wenn man den Inhalt, den eigentlichen Inhalt, den Zusatzinhalt zu weit nach unten drückt. Aber möglich ist es, sodass man hier ganz fein und ganz präzise entsprechend die Größe einstellen kann. Wir waren hier bei 450 und für die Mobilversion kann man das auch einstellen. Für die Mobilversion haben wir jetzt zwei Werte eingestellt, nämlich 450 mal 450. Und das ist dann die entsprechende Mobilversion, die hier ein Quadrat zeigt, möglicherweise. So sieht die Mobilversion aus, und dann kann man auch für jedes einzelne Bild kann man ein entsprechendes quadratisches oder rechteckiges Bild hochladen, das dann entsprechend den Inhalt so zeigt, wie man sich das wünscht. So viel zum Thema Slider-Konfiguration. Also da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten. Selbstverständlich richten wir Ihre Website so ein, dass der Text und Bild gut lesbar ist. Aber falls Sie selbst noch Änderungen vornehmen wollen, ist das jederzeit hier möglich.